Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Warum ich jetzt hier hochgeklettert bin, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir hier den Gewerkschaftsführer umbringen müssen. Das haben wir getan. Und jetzt stehen hier noch seine Kumpanen, die alle ein wenig sauer auf uns sind. Warte, wir müssen jetzt, glaube ich, zum nächsten Gewerkschaftsführer, oder? Ja, erledige den nächsten Gewerkschaftsführer. Irgendwer schießt da noch. Da, hier, du kannst auch noch aufs Maul kriegen. So, den haben wir voll getroffen. Hallo? Von wo? Da nicht? Dann muss von hier irgendwo. Die ist eigentlich nicht schlecht, die Sniper Rifle. Wir nochmal alles checken, nicht, dass wir hier noch. Who the fuck is shooting, huh? Schießt da einer und sagt nichts. Von hier aus können wir nicht zoomen. Das ist ja wohl Kacke da vorne. Ich hab ihn gesehen. Er ist hier hinter. Da ist er. Jawohl, den haben wir voll getroffen. Und ich glaube, wir nehmen uns jetzt wieder unsere Mikro-SMG. Und stürm mal. Ja, das geht auch eine Nummer schneller. Gute Nacht. Alter. Fresse da hinten. Ich glaube, da nehmen wir uns mal ein bisschen Munition mit. Kann ja nie schaden. Ich glaube, das war sogar Mikro-SMG-Munition. Son of a bitch, zu Deutsch Hurensohn, naja, oder sowas, solche, intellektuellen Kommentare liest man doch nur normalerweise unter Julians Blogs Videos, ja? Ja, der musste jetzt irgendwie raus, weiß auch nicht, so. Der nächste ist auf jeden Fall hier auf dieser Höhe, da haben wir, glaube ich, schon. Scheiße, ich hab nicht getroffen. So, der ist tot. Der ist tot. Ha! Und dann müssen wir gleich zum nächsten hin. Scheiße, jetzt haben wir die Bullen alarmiert damit. Auch Kacke. So. Viele Gewerkschaftsführer sind denn da noch? Mann. So, der ist auch auf dieser Ebene. Da vorne. Auf jeden Fall keine Ahnung, was er da macht. Auch wenn er da nur am Runterpissen ist, was auch sicherlich ganz lustig ist aus so einer Höhe, muss er trotzdem sterben. So. Granate. Oh, das ist ganz cool. Hier werden wir so ein bisschen in die Granaten eingeführt. Ist ganz, ganz interessant. So. Warte mal, er haut ab. Nein, nicht die Shotgun. Alter, so. Los, nein, nicht... Nein, nicht in Deckung. Penner haut ab hier. Mal gucken, wie weit er kommt. Er dürfte eigentlich nicht so weit kommen. Scheiß Wichser. Mann, hat uns hier fast unsere ganze... Die ganze Schutzweste hier gekostet. Ist er das? Nee, er ist das nicht. Scheiße. Wenn ich den auch mal treffen würde. Da hinten steht er. Kleine Bastard. Nein. Alter. Ist echt nicht so leicht zu treffen. Ja, den wollte ich treffen. Wollte nicht den anderen da hinten treffen. So, er ist am wichtigsten hier. Mann. Noch einer gleich.
Ich glaube es nicht. Es ist Verstärkung zum Schutz des Anführers eingetroffen. Schalte ihn aus. Danke für die Warnung. Ah, fucking Heli. Ich habe ihn schon gehört, aber ich wusste nicht, dass er für uns da ist, dieser verdammte Heli. So. Schieß jetzt einfach mal freihand. Wir haben ja genug Munition eigentlich. Halt die Fresse. Alter, den haben wir doch schon mehrfach am Kopf getroffen, ey. Gibt es doch nicht. So. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, nehmen wir mal die AK. Ich glaube, jetzt wäre mal eine Granate nicht schlecht. Sonst führt das ja heute zu nichts mehr. Hat er die jetzt geworfen? Ich hab's mir schon fast gedacht. So. Alter, was wirft der die da vor? Was ist denn das für eine Pfeife? Mann. So, ich erledige euch jetzt mit meiner Sniper. So, und du auch noch. Nein. Medipack wäre nicht schlecht. Mann, das ist auch kacke so. Ich will nicht sterben, erstaunlicherweise. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr. Weil dann sind wir bald am Arsch. Da wäre auch mal ganz cool, wenn die Leute ein Medikit dabei hätten. So. Hier ist mal ein bisschen Munition. Hier und hier. Und ich glaube, der Anführer, der ist schon unten, ne? Der ist schon irgendwo am Arsch der Welt. Also in Bielefeld, ja? Aber Bielefeld habe ich schon mal einen Witz gemacht in der ersten Folge. Jawoll. Was hat? Da müssen wir seine schwulen Kumpanen auch noch erschießen. Ne, müssen wir nicht. Inhalt wird gespeichert. Jawohl, das war ja mal eine haarige Situation hier. Puh. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You said PA won't put me through to the cat. But when they hear about this shit, they're gonna start listening to Playboy. Jawohl, meine Freunde, jetzt haben wir ja, dafür gesorgt, dass so eine Gewerkschaft, ähnlich wie IG Metall, was haben wir denn hier eigentlich? Heli-Tour. Wollen wir mal so eine Heli-Tour machen? Aber nicht jetzt. Erstmal Waffenshop, danach was fressen. So, bevor wir noch sterben. Ja, das ergibt Sinn. Nehmen wir hier diese hier, Mikro-SMG. Die arbeiten hier schon wieder fleißig. Da liegen noch die blutüberströmten Leichen rum. Sollte man mal vielleicht eine Putzkolonne hinschicken. So. Ah, hier fährt aber auch nur Kacke rum. Die Bullen. Playboy X ruft an. Sure, just got out of the pen. Old friends aren't paying him no mind. Yeah, that's what he thinks. He got friends all over the shop, but he's living in the past. Now I need you to go over to the Governor Greg Johnson Project over in Dorchester. He's holding up there and needs help with some shit. You assist this broke ass, I'll send some paper your way. I owe that fool. Can't pay back a biatch. Peace out, money. Yo. Damit haben wir gleich unsere nächste Mission wieder sicher. Ich brauche mal hier dein Bike. I need the bike. Haben die Bullen noch nicht mal mehr gesehen, das ist gut. Aber erstmal müssen wir schön und mit der Mission... Ah ja, stimmt, das war... Ist K
keine direkte Mission von Playboy X, sondern eher von Dwayne. Weil wir helfen ja Dwayne und Playboy X hat uns diesen Job sozusagen vermittelt. Aber erstmal müssen wir dafür sorgen, dass unser Schutz wieder da ist und ja, genau. Dann würde ich mal gerne so eine Heli-Tour machen. Ich weiß, das kostet natürlich alles Zeit und so kommen wir auch nicht so rasend schnell durch die Story, aber das macht ja nichts. Bald verfügbar. Was seid denn ihr für schlechte Waffen-Shops, ey? Ich erinnere mich, dass wir die letztens eigentlich gekauft haben. Patronen. Okay. Ah, die Patronen von der Mikro-SMG vertragen sich mit den Patronen von der SMG. Cool. Shotgun haben wir ja. Eine Sniper-Rifle haben wir auch, oder? Haben wir zwar nicht mehr so ganz viel Munition von, aber drauf geschissen. Jetzt kommt das Wichtigste, die kugelsichere Weste. Dankeschön. Warte mal. Tatsächlich hängt hier so ein asiatischer Lampion. Ah. So. Ah, wir sind hier anscheinend in Chinatown oder sowas, ne? Ach, deswegen. Das ist ja cool. GTA Chinatown Wars habe ich auch mal gespielt. Das einzige Spiel für Nintendo DS, was ich wirklich lange gespielt habe, was mir auch Spaß gemacht hat. Aber erstmal müssen wir mal was fressen. Wir finden schon was zu fressen. Bestimmt irgend so ein chinesisches Restaurant oder so, wenn es sowas geben sollte. Kann man hier rein? Befürchte mal eher nicht so. Weil ich finde, die ganzen Imbissbuden hier sind leider alle nicht markiert auf der Map. Das finde ich ein bisschen schade. Da sehen wir irgendwo einen Hotdog-Stand oder so. Ich fahre erstmal in Richtung Dwayne. Oft sieht man ja auch einen Burger-Shot oder so. Einfach mal die Augen offen halten. Sonst zur Not markiere ich mir mal einen. Irgendeiner wird doch wohl hier... Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Von hier müssen wir doch was finden. Das ist doch die Fifth Avenue. Das ist, glaube ich, ein Bekleidungsgeschäft, oder? Aber ich glaube nicht, dass man da rein kann. Und cool finde ich auch, dass man auf dem Motorrad Musik hören kann. Sehr cool. Subway. Aber, ja, da geht es eher um die U-Bahn-Station. Da kann man auch rein. Ich bin jetzt gerade in so einem Erkundungsmodus. Wie cool. Schon ganz vergessen, dass es eine U-Bahn gibt. Subway ist ja, heißt ja eigentlich U-Bahn. Und ist keine Imbisskette von Dings. So. Hey, cool ist das denn mal. Ach, hier soll sich doch auch angeblich dieser Redman aufhalten, den es ja gar nicht gibt. Es gibt ja so viele Gerüchte über GTA und das ist einfach nur Quatsch. Das ist einfach nur ein Panel, der hier spawnt. Naja. Wie kommen wir denn hier wieder hoch? Das, hier sieht man mir einfach mal hier so mit dem Motorrad rumfahren. Klar. Das sieht mir eher so nach so einer Gegend aus, wo man gut Drogen dealen kann. So. Warte, da vorne. Ne, das ist alles nur Werbung hier. Mann, hier nimmst du was fressen. Ich hab Hunger. Burgershot, endlich. Endlich ein Burgershot. Fahrt mich doch nicht an. So. Sehr schön. Das erste Mal in diesem Let's Play in einem richtigen Burgershot. Bla bla bla. Wie lange dauert das denn?
labert die uns erstmal voll. Die sollen uns hier nicht zutexten. Ich will einfach nur meinen scheiß Burger fressen. So. Und damit beende ich auch diese Folge von Let's Play GTA 4. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao und haut rein.